Mein Name ist Felix Finkbeiner. Vor 13 Jahren, damals war ich ein Viertklässler, habe ich meinen ersten Baum gepflanzt. Wegen der Klimakrise. Ich habe mir damals große Sorgen um den Eisbären gemacht. Aber kurz danach verstanden, dass es eigentlich nicht darum geht, den Eisbären zu retten, sondern es geht um unsere Zukunft. Und es blieb auch nicht bei dem einen Baum, sondern ganz viele Kinder und Jugendliche haben sich uns angeschlossen. Nach einem Jahr hatten wir 50.000 Bäume, nach 3 Jahren 1 Million. Und mittlerweile gibt es Kinder und Jugendliche überall auf der Welt, die mit uns mitpflanzen. Und unsere Vision ist es, weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Das ist die Anzahl an Bäumen, für die wir weltweit Platz haben. Und damit können wir ernsthaft die Klimakrise anpacken. Wir reduzieren unsere globalen CO2-Emissionen viel zu langsam. Deswegen brauchen wir unbedingt noch diese natürlichen Klimalösungen, sonst schaffen wir es nicht, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und deswegen pflanze ich seit 13 Jahren Bäume mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen.